So, hello everyone, this is the translation team speaking and. Auf Deutsch. Ah, richtig, natürlich. Gut, guten Abend zusammen, jetzt wieder auf Deutsch. Heute Abend soll es um Gesellschaft gehen und die Geschichte der Menschheit. Und wir möchten, dass ihr ein paar Dinge von diesem Vortrag mitnehmt. Und zwar die Interaktion zwischen einem Stück Technologie und der Gesellschaft spielt sich selten innerhalb weniger Jahre ab, sondern wir als Gesellschaft lernen zum Beispiel gerade noch mit E-Mail umzugehen. In den letzten 5 bis 10 Jahren hat es sich noch stark geändert, die professionelle Anwendung von E-Mail in Unternehmen. Und wir glauben, wir haben ein sinnvolles Verständnis davon, wie wir ein Auditorium benutzen. Das wissen wir inzwischen so langsam. Aber was ihr hier mitnehmen sollt, ist natürlich ist die Geek-Kultur als eine Art Outside-Kultur erwachsen. Aber inzwischen sind sie von einer recht apolitischen Bewegung zu einer sehr politischen Bewegung geworden und jede Aktion, die man macht, hat fast schon einen politischen Effekt. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, was für Veränderungen passieren, und zwar zu unserer Lebzeit. Also, Quinn ist zum größten Teil eine Mischung aus antikapitalistischer Kalifornierin. Und Ella erlaubte ihr einen Vorsprung von 6 Minuten am Anfang des Vortrags. Trotz des politischen Kontextes dieses Vortrags handelt dieser Vortrag nicht darüber, was ich will, dass ihr tut, sondern es geht um die Effekte, die Technologie mit sich bringt, die Auswirkungen. Im Grunde genommen hat Architektur beinhaltet Politik und beinhaltet Kultur. Und wir saßen im Usenet in den 90ern herum und waren Outsider und die Welt hat sich massiv gedreht und hat uns ins Zentrum dieser Dinge gestellt. Also worüber wir reden, ist die Rahmen, der durch die Technik in der ganzen Welt im Moment gerade entsteht. Einer der wirklich interessanten Strukturen in der Welt sind Staaten. Staaten haben ein paar grundsätzliche Dinge, die sie brauchen, um mit der Welt zu interagieren. Sie müssen ihr Territorium sehen und die Leute, die in diesem Territorium leben, wenn sie mit ihnen interagieren wollen. Und dies ist einfach eine Wahrheit, die auf alles Anwendung findet. So möchte man mit etwas interagieren, dann muss man es zunächst wahrnehmen. Dies hier ist die geplante Hauptstadt, also Brasilia, die planmäßig gebaut wurde, um lesbar zu sein für den Staat. Wenn dieser Staat also nichts anderes von seinem Territorium versteht, sollte er zumindest diese Stadt Brasilia, von der sie aus regiert, verstehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch die wirkliche Stadt Brasilia kennen, aber sie sieht nicht sehr aus wie das, was hier auf dem Plan eingezeichnet ist. Es ist bereits jetzt schon sehr viel unordentlicher geworden. Also in der meisten Zeit ist die Fähigkeit des Staates, ihre Bürger zu sehen, ist eigentlich eine sehr gute Sache. Dieses eine Karte von Cholerafällen in London um einen bestimmten Brunnen, bevor man verstand, dass Cholera durch Wasser verbreitet wird, zeigte uns diese Karte schon etwas über die Ausbreitung von Krankheiten. Und das hat dann letztendlich bestimmt 10 Millionen Menschenleben gerettet, aber es ist eine Form der Überwachung. Manchmal ist das etwas Schlechtes. Dies ist eine Karte der Stadt Amsterdam.
die aus sehr vollständigen Zensusdaten zusammengestellt wurde und die zeigt, wo die Juden leben und zeigt dies auch den Nazis. Während des Prozesses des der gesellschaftlichen Anpassung nach der Revolution in Frankreich, eine der Forderungen, die zur Revolution führte in bestimmten Teilen der Gesellschaft, die Regierung unter Napoleon hatte das metrische System standardisiert. Dies hat viele der Lasten von der Landwirtschaft genommen. Verschiedene Systeme, die benutzt wurden, um letztendlich sie einfach abzuziehen. Dies legte aber auch die Grundlagen für Steuererhebung und für zentrale Kontrolle. Um zusammenzufassen, was ein Gelehrter damals sagte, wenn jemand das metrische System nutzt, dann wisst ihr, dass er für die Regierung arbeitet. Er ist Teil des Systems, um Lesbarkeit der Gesellschaft auszudrücken. Im Staat Qin im 4. Jahrhundert vor Christus entschied sich der Kaiser, dass Nachnamen der Bevölkerung aufgezwungen werden sollten, weil sie in der Lage sein wollten, Leute zu verpflichten für Arbeit. Sie wollten Steuern erheben und sie wollten Gesetze anwenden auf Familien. Und viele der herrschenden Familien, und dies gilt für die gesamte Welt, in Orten, wo Namen zwangsweise eingeführt wurden, viele der herrschenden Familien hatten bereits Nachnamen, zum Beispiel Namen ihres Wohnorts oder des Ortes, den sie regierten. Und wenn man sich nun überlegt, dass man einen neuen Namen braucht und es ungefähr Dutzende Wege gibt, einen Namen zu finden, und dann ist es eigentlich sehr günstig, einen Namen zu finden, der nicht sehr lesbar ist. Vaterschaftsnamen sind hilfreich. Eine der Sachen, die sie versucht haben, ist, den Kopf der Familie verantwortlich zu machen für die Handlungen des gesamten Rests der Familie, was natürlich kulturelle Folgen hat. Dies ist wirklich interessant, denn es zeigt, dass die Vision eines Staates Folgen hat und der Staat schaut auf die Welt und sorgt dafür, dass die Dinge in die Schubladen fallen, mit denen er misst, eben so, auch wenn das vorher nicht war. Gut, das ist also wohl eine kontroverse Aussage, die gerade im Raum steht, dass Überwachung tatsächlich eine Art von humaner, menschlicher Sorge ist. Und Überwachung ist etwas, das wir tun, wenn wir etwas mögen, wenn wir etwas wichtig finden. Und wie schon gesagt, manchmal nimmt es positive Formen an und manchmal erlaubt es uns, Infrastruktur zu errichten und Krankheiten zu verhindern und Kinder zu ernähren und so weiter und so fort. Und es wird immer in einer Art von Besorgnis verwendet. Und es ist weder gut noch schlecht, aber auch nicht neutral. Und das ist eins der Dinge, das wir im Hinterkopf behalten sollten in dieser Zeit. Auf viele Arten ist Überwachung sind kleine Dinge, die im zwischenmenschlichen Handeln, die wir gegenseitig uns behandeln. Und es ist eine größere Aufgabe, nicht nur gegen Überwachung zu kämpfen. Und wenn wir über diese Vision des Staates reden, dann ist der neue Zyklus, den wir gerade haben, und wenn wir ins China des 4. Jahrhunderts vor Christus zurückgehen wollen, dann macht das alles sehr viel mehr Sinn. Und es ergibt sehr viel mehr Sinn, dass Nationen so viel Information haben wollen, wie sie können. Denn sie wollen ihre Welt legitimieren. Und die Kategorien, die sie wahrnehmen, das bedeutet, das zu ignorieren, was es nicht ist. Und es ist sehr hilfreich, wenn man sieht, was
Staaten mit Technologie anstellen wollen, dass sie ihre Bevölkerung überwachen wollen. Und es gibt immer gute und schlechte Gründe. Und sie wollen ihre Macht nutzen, die sie als Staat bekommen, um das Land zu formen, in dem sie sind. Das war eine sehr stark progressive, vorantreibende Kraft in der Geschichte. Und deswegen ist es sehr einfach für mich, hier oben zu stehen und zu sagen, dass Staaten immer so viel aussperren wollen, wie es ihnen möglich ist. Denn es war immer so. Und auf diesen Punkt möchte ich später zurückkommen. Also, wir leben in einer merkwürdigen Zeit. Und ich möchte noch einmal in die Vergangenheit zurückkehren und euch William Tyndale aus dem 16. Jahrhundert vorstellen. Tyndale floh aus seinem Heimatland England eines Tages und kehrte nie wieder zurück und starb außerhalb Englands, weil er für sich entschied, dass er, was er tun wollte, war die Bibel ins Englische zu übersetzen. Damals war das immer ein sehr kontroverses Thema, die Bibel aus dem Latein in eine andere Sprache, eine populäre Sprache zu übersetzen. Und von Päpsten wurden Leute zum Tode verurteilt, weil sie das versuchten. Und es sollte einfach immer durch die Autorität der Kirche die lateinische Form der Bibel weitergegeben werden. Und dadurch hatte die Kirche eben das Recht und die Autorität, die Bibel auszulegen. Aber Tyndale wollte eben, dass die Leute die Bibel auf ihre eigene Art und Weise auslegen können. Jetzt zu Thomas More. Er meinte, dass die Kirche notwendig wäre, um die Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten. Und ich denke, dass wir gerade im dritten Akt dieses Stückes sind, falls das eine angebrachte Metapher ist. Also, More und Tyndale stritten sich. Und Tyndale flüchtete und More hing ab mit König Henry VIII. Und sie stritten sich heftig. Und es ging darum, ob die Bibel eben auf Englisch übersetzt werden sollte oder nicht und ob die Leute in der Möglichkeit sein sollten, ihre Religion selbst zu interpretieren. Und das geht natürlich zurück auf Martin Luther, der seine Thesen aufstellte und durch ganz Europa sandte. Und nichts auf dieser Liste der Kirchenreform, die diese Denker aufstellten, war nicht neu. Nichts davon war neu. Wenn man öffentlich diese Reformvorschläge ausgesprochen hatte, dann wurde man im Normalfall öffentlich verbrannt. Aber das änderte sich. Tyndale floh und sie stritten sich über Jahre hinweg. Diese Aussage macht keinen Sinn. Und in diesem Fall geht es eben um ein neues Kommunikationsmittel und das ist die Druckpresse. Luther war in der Möglichkeit, seine 95 Thesen sicher unter einem Patron in Deutschland zu verbreiten. Und die Kirche wollte natürlich, dass er nach Rom kommt zu einem persönlichen Gespräch, aber er blieb lieber in Deutschland. Und ursprünglich war die Druckpresse ein riesiges Instrument der Kirche. Die Kirche waren die größten Kunden der Druckindustrie, nicht nur für Bibeln, sondern auch für standardisierte Übersetzungen von religiösen Texten. Dadurch konnten sie noch mehr Kontrolle und eben auch Legitimierung erhalten. Und so konnten sie das alles verteilen und es gab keine Korruption, aber dann kamen die Dissidenten eben auch an diese Maschinen. Und sie konnten eben genau dasselbe tun, wie die Kirchen auch schon taten. Und die große Frage war dann eben im 16. Jahrhundert, war die Druckpresse daran, die katholische Kirche zu reformieren? Und ja, es wurden einige Dinge sogar einige Dinge nicht auf dem Planeten Erde reformiert. Sie haben nicht die richtige Frage gestellt für das Vorhaben, das sie unternommen haben. Also Tyndale und More waren
zwei Fäden in der gleichen Institution Macht, aber es gab mehrere Institutionen, institutionalisierte Macht, nicht nur eine. Die Kirche ist eine Autorität, Kapitalismus in vieler Hinsicht begann erst. Die Geburt des Merkantilismus fand in derselben Ära statt. Aber die Macht der Waffen und die Macht des Geldes und die Macht von Gott sind nur drei verschiedene Arten von Power. Und das sind eigentlich drei verschiedene Dinge. Sie sind nicht vereinbar miteinander. Sie agieren nicht gegeneinander, miteinander, sondern mit sich selbst. Und die Kraft des Geldes lässt sich nicht direkt beeinflussen, wenn jemand anders, der eine große Menge Geld hat, tut. Man kann Geld wegnehmen oder man kann vielleicht etwas kaufen, was die andere Seite zuerst kaufen wollte und dadurch dann zwingen, was anderes zu tun. Aber es ist sehr subtil und dies ist eins der Dinge, die eventuell übersehen wird, wenn wir darüber reden, oh, wir müssen die Staaten dazu bringen, etwas tun oder wir müssen Staaten verhindern, dass Staaten etwas tun. Unternehmensüberwachung ist das Schlimmste, Staatsüberwachung ist das Schlimmste. Das ist vielleicht schwierig in verschiedener Weise. Jede Macht muss die Welt sehen, bevor sie handeln kann. Ob es nun ein Staat oder ein Unternehmen oder eine Kirche ist, man braucht seine eigene Art von Lesbarkeit, seine eigene Art von Überwachung. Ob das nun bedeutet, herauskriegen, ob die Leute in allen Dörfern in der Kirche erscheinen am Sonntag oder ob sie etwas von den Dingen tun, die vielleicht ein Hinweis auf verschiedene Ketzereien sind, über die man wieder hört, lasst uns ein paar Leute verbrennen und dann herausfinden oder Dinge, die muss ich deinen Browser überwachen, um herauszufinden, welche Art von Porno du brauchst. Es sind verschiedene Überwachungen für verschiedene Gründe. Die Staaten sind gerade in Panik. Sie agieren so, wie sie es tun, weil sie in Panik sind. Das ist, was Quinn die Konsequenz, das Konsequenzenmärchen oder das Konsequenzenfee nennt. Eine Kreatur, die bisher langsam durch den Raum schwebte und landete auf den Schultern von Politikern, Päpsten und die ihnen sagte, deine Aktionen, die sind wichtig in der Welt. Und in irgendeinem Punkt in den letzten 20 Jahren oder so wurde die Konsequenzfee betrunken und sie schwirrt durch den Raum und sagt, du bist wichtig und du bist wichtig und alle anderen sagen, wie, was für ein Scheiß, wie gehen wir nun damit um, wir wissen überhaupt nicht wie, weil unsere Lesbarkeit und unsere Fähigkeit zu lesen hat sich nicht geändert, was wir an Informationen bekommen, ist immer noch gleich, aber es bedeutet nicht mehr das, was es früher bedeutete, wir können es nicht mehr interpretieren, was wir jetzt sehen. Wir sehen Staaten, die verzweifelt versuchen, nicht unbedingt an der Überwachungsfähigkeit festzuhalten, aber die Sachen, die sich anders von außen ansehen. Und Regeln sind oft nicht dafür da, um in Ausnahmesituationen zu funktionieren. Gesetze als Antwort auf unbeschränkte Überwachung oder andere Probleme. Ausnahmezustände und Rechtsstaaten sind definierte Gegensätze. Wir leben jetzt in einem Status von permanenter, aber nicht alles durchdringlichen und permanenten Ausnahme. Alle Antworten innerhalb der Systeme. Also auf einer persönlichen Ebene sind die Dinge auch seltsam geworden. Positionale Ethik ist letztendlich, was passiert, wenn man einer Institution beitritt, einer Organisation, ein Netzwerk. Dieses Netzwerk oder diese Institution hat einen Satz von Ethiken, denen man beitritt. Und wenn man in diesen Institutionen agiert, dann übernimmt man einige dieser Ethiken. Man wird die Position, die das tut, was die Institution tun muss in der Welt. Und dies ist nicht völlig, sicherlich nicht total. Infrastruktur tut dies auch. Das ist auch interessant für uns alle, weil wir Kommunikationsinfrastruktur bauen in der Welt. Infrastruktur hat eine Ethik und in vielen Fällen nun ist diese Ethik aktiv selbstmörderisch. Wir haben mit selbstmörderischer Infrastruktur zu tun, die wir in uns aufgebaut haben oder eingebettet haben. Wir können aber nicht das Selbstmörderische ablegen, weil wir in diesen Infrastrukturen festgebunden sind.
Wir können nicht irgendwie auf einmal aufmerksam werden oder vernünftig werden oder human, weil wir in der Gesellschaft festgebunden sind. Und positionale Ethik kann manchmal auch überstimmt werden. Wenn man zum Beispiel Kinder hat, dann sagt man sich zum Beispiel, ich werde alles tun, um diese Kinder zu ernähren. Es ist egal, wie die Welt, wie meine Rolle in der Welt vorher war, sie ist nun anders. Und eines der Dinge, die wirklich interessant sind über Leben in einer Netzwerkgesellschaft, ist, dass wir nicht nur einen einzigen Satz von Ethik haben. Wir haben nicht nur einen einzigen Kontext. Wir wachen vielleicht auf eines Morgens und gehen zur Arbeit und warten auf Systemen von Staatskontrolle. Und dann gehen wir nach Hause und tun andere Arbeit, die genau dieses System unterminiert. Genau das Kontrollsystem, das wir den ganzen Tag gebaut haben, und wir sind buchstäblich dabei, uns selbst zu bekämpfen. Das ist eine der Bedingungen des nächsten Jahrhunderts. Netzwerke machen Leute verrückt. Einer der Gründe, warum Institutionen gerade verrückt werden, dieses Netzwerk, in dem wir uns befinden, das bewirkt, dass Leute verrückt werden. Und zwar in einem mittelalterlichen, verrückten Sinne, dass Leute wirklich wie verzaubert sind. Und einige tausend Jahre, die es gedauert hat, um euch einen Nachnamen aufzudrücken, das hat plötzlich keine Meinung mehr, weil ihr heute 15 neue Personen erfunden habt. Und auf einmal, das Ding, dass die Macht eigentlich kontrolliert, ist plötzlich weg und ist plötzlich wie Magie verschwunden. Und das ist das, was ihr seid, und das ist das, was die Leute im Netzwerk geworden sind. Und es ist wirklich wahr, dass das Netzwerk eure Realität zurückweist und die Realität des Netzwerks ersetzt. Und wir erleben gerade diesen Prozess, der geschieht zu unserer Lebzeit. Und wir haben keine Sozialstruktur und keine Sprache, um die Netzwerke zu beschreiben, in denen wir gerade leben. Und dadurch geschehen wirklich merkwürdige Dinge den Institutionen. Und das Internet überschreitet ständig Grenzen. Und RIAA, die Musikindustrie, war einmal gut. Die standardisierten die Plattenspieler, damit jeder mit jedem Plattenspieler die Platten seiner Freunde anhören konnte. Und das war wirklich großartig, denn wenn man irgendwo in Louisiana wohnt, im Sumpf, und dann wollte man in den 50ern Musik aus New York hören, dann ging das nicht, bis die Plattenassoziation von Amerika eben diese Dinge standardisiert hat. Und das hat die Leben vieler Amerikaner in ganz Amerika verändert. Und sie haben nicht verändert, was sie taten, die nächsten 50 Jahre lang. Was sich verändert hat, war der Rest der Welt. Der Rest der Welt drehte sich weiter und drehte diese eigentlich gute Handlung um in eben etwas Schlechtes. Und die Leute bei der RIAA, als Journalistin, wenn man die anruft, dann ist das, als würde man Verrückte anrufen. Und ich sympathisiere mit ihnen, denn sie haben nichts falsch gemacht, sondern die ganze Welt ist einfach verrückt geworden. Und sie versuchen, an der Realität festzuhalten, so gut sie es können. Und tatsächlich, so viele Dinge, die großartig waren in den 50ern und 60ern, wurden von großartigen, großzügigen Dingen zu Barrieren, die Netzwerke daran hindern, Dinge besser zu tun. Und sie müssen ihre Kinder erziehen und sie müssen ein Haus abbezahlen. Und warum muss das alles gerade jetzt passieren? Also, wie sieht das aus, wenn wir uns mal das große Ganze anschauen, diese komischen Menschen und die Institutionen? Das hier ist von 1979 bis zur Gegenwart der globale Level an Protesten, die stattfinden.
Und heutzutage ist es, als würde man sich für einen Massentweet anmelden und irgendwo hingehen. Protestieren ist heutzutage etwas sehr Einfaches, etwas, das man in wenigen Minuten tun kann. Und der Akt des Protestierens in Polen, der ihre Legislatur im Endeffekt zu Boden brachte, das waren keine Leute, die jahrelang trainierten, sondern das war einfach eine Facebook-Gruppe. Und da auf Facebook waren 200.000 Menschen und in ein paar Städten und der Staat rechnete einfach damit, auf irgendeine seriöse Opposition zu stoßen. Und darüber möchte ich reden. Und das hier ist ein wenig subtiler, aber ich denke doch etwas wichtiger. Seit den 90ern und in den 2000er Jahren ging es dann wirklich los. Das sieht man hier auf dem Graphen. Auf der unteren Linie findet sich Entwicklungshilfe von 1970 bis in die Gegenwart. Und die mittlere Linie ist das Geld, das Leute, die im Ausland arbeiten, ihrer Familie im Heimatland zurückschicken. Und was hier passiert, ist, dass dreimal so viel Geld von Immigranten zurückgesandt wird an ihre Familien, als das Geld, das von Ländern an andere Länder gezahlt wird. Und das ist ein System gegenseitiger Bewahrung. Die Nummer ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher inzwischen, denn es ist sehr schwierig, das zu zählen, denn es handelt sich um sehr viele inoffizielle Ökonomien, die man nicht genau messen kann. Und oft wird so etwas eben benutzt, um Steuern und Steuerflucht zu begehen und die eigene Regierung ein bisschen zu umgehen. Also dieses Netzwerk macht Dinge eben einfach ziemlich verrückt. Geeks haben sich nicht geändert, wir leben nur jetzt in einem ewigen September. Ich kam zuerst im August 1949 ans Internet, kurz bevor das Internet plötzlich ein ganz anderer Ort wurde, vielleicht das erste von mehreren Dutzend Zeiten, als das passierte. Und diese Kultur, die ich zuerst fand, war eine Kultur, in der wir oft in einer Ecke war und unser eigenes Ding machten. Und in diesem September, als die ganzen College-Kinder online gingen und jeder andere dann auch online kam, plötzlich auf einmal sind wir nicht mehr in unserer eigenen Ecke und auf einmal wir sind absolut in der Mitte von allem. Und alles, was wir taten, wird dann auf einmal ein Echo in der ganzen Geschichte haben. Was auch immer wir wollen. Eines der Konsequenzen ist, dass wir Geschichte lernen müssen. Wir müssen unsere eigene Geschichte lernen. Wenn wir weiterhin ignorieren, was unser formender Effekt auf der Welt ist, dann verpassen wir vieles und wir werden dieselben Fehler wiederholen und wir werden nicht verstehen, welche Siege wir in der Vergangenheit gewonnen haben und die Siege, die andere gewonnen haben und die Ähnlichkeiten erkennen zwischen der Situation, in der wir jetzt sind und die vielleicht vor 700 Jahren die Situation eines französischen Bauern waren oder eines chinesischen Bauern vor 2000 Jahren. Diese soziale Veränderung ist wirklich zentral und von entscheidender Bedeutung und wir hören immer wieder, ach, Code ist Gesetz und Gesetz ist Code und es ist diese Gleichsetzung nun und es ist eigentlich etwas Tieferes da und zwar Code wird Kultur im Laufe von vielleicht 100 Jahren und das ist sehr viel schwieriger vorauszusagen. Wir können uns anschauen, was ein Stück Gesetz aussagt und erraten, was der Effekt auf der Welt ist. Und es ist sehr viel schwerer, dieselben Schätzungen abzugeben über den Einfluss auf einen Kult, auf eine Kultur. Und wir werden darüber nachdenken, aber wir können da sicherlich nicht hinkommen. So, eine der Sachen, über die wir reden, ist,
der Versuch, dass wir unser Bewusstsein erweitern und unsere Wahrnehmung der Geschichte, die Institutionen, die Effekte, über die wir reden, warum denken wir nicht in Quartieren? Oder warum tun wir das? Wir haben oft einen Quartals- oder Jahreszyklus, in dem wir denken, wir können im Moment nicht herausfinden, keine Artikel finden, die Voraussagen für 2014 machen. Unsere Zeithorizonten sind so kurz geworden, dass wir zu viel Angst haben, den nächsten Monat vorherzusagen. Aber wir können zurückschauen, können an verschiedene Punkte zurückschauen und davon lernen. Einige Dinge, die wir haben, sind neu, aber andere sind Muster, von denen wir lernen können. Wenn wir hier zurückgehen und vielleicht nicht nur auf Dinge wie Tyndale zurückgehen und Moore, sondern und in dem Pfad, den Sie zur Aufklärung bereitet haben. Das Interessante ist, wir können uns auch anschauen, wie den Fall des Römischen Reiches, was in China passiert ist. All diese Dinge können uns informieren und können uns verstehen helfen, was für Technologien wir heute haben. Aber es gibt Grenzen, denn jeder Moment ist doch irgendwie neu. Und wir haben Leute, die wir verrückt machen. Alles, was wir irgendwie in der menschlichen Erfahrung haben auf diesem Planeten, das macht vielleicht insgesamt 500.000 Jahre aus. Das ist die menschliche Aufmerksamkeit von 7 Milliarden Menschen, die von uns vorbeigegangen ist. Und was ich wirklich auf euch, wohin ich euch schieben möchte, ist der Versuch, diesen langen Zeitraum anzuschauen. Wie war die Welt vor einigen hundert Jahren? Und versucht euch vorzustellen, wie die Welt sein soll nach euren Wünschen in ein paar hundert Jahren. Denn das ist eine Frage, die sehr wenige von uns beantworten können. Was glaubt ihr, wie sie aussehen wird? Was wollt ihr, wie sie aussieht? Was glaubt ihr ist richtig für die Menschen in ein paar hundert Jahren? Wie hofft ihr, dass die Menschen, die ihr niemals treffen werdet, wie die leben werden? Also Menschen sind inzwischen anders wegen diesem Netzwerk, das wir über die letzten 30 Jahre geschaffen haben. Aber sie müssen mit Gehirnen arbeiten, die noch keine Möglichkeit hatten, sich zu ändern, sich zu adaptieren. Im Normalfall hat man generationenlang Zeit, sich anzupassen. Aber in einer Zeit voller biologischer Herausforderungen. Milliarden von Menschen und eine unvorstellbare Nummer für uns sind von diesem Netzwerk beeinflusst. Und ja, wir haben eine Technologie geschaffen, die Regierung ihre Völker überwachen lässt. Aber wir haben auch eine Technologie geschaffen, die Menschen ermöglicht, einem Schicksal zu entkommen, das ihnen auferlegt wurde. Du hast Millionen von Kindern ermöglicht. Es gibt eben Vorwürfe, dass sie durch diese Technologie Familien auseinanderdrifteten und dass es dadurch Entfremdung gibt. Distanzen haben keine Wirkung mehr oder zumindest nicht mehr dieselbe über unsere Leben aufgrund der neuen Technologien der letzten 30 Jahre. Und so sieht das aus. Es sieht aus wie das Gesicht von Menschen, wie das Blut und Fleisch von Menschen. Und darum geht es, denn unsere Technologien kontrollieren und bewegen Menschen. Millionen von Menschen wussten nicht davon. Ihr habt nicht nur Distanzen, sondern Zeit, die Tiefe, die Auswirkungen der Zeit, die ganze Geschichte der Menschheit ist inzwischen so allgegenwärtig in der Gegenwart, dass man es einfach aus der Luft herauszupfen kann. Das ist das, was ihr in den letzten 30 Jahren geschaffen habt und fast 7 Milliarden Menschen ermöglicht hat. Dafür seid ihr verantwortlich.
Ich weiß, dass ihr euch nicht für diese Rolle entschieden habt, nicht für diese Rolle in der Gesellschaft, und niemand von euch will darüber nachdenken, über die riesige Masse an Menschen, die von einem ganz trivialen Bug beeinflusst werden können. Und deswegen gehen wir aus der Schusslinie. Niemand wurde ein Geek, weil man plötzlich in der Schusslinie stehen wollte. Aber es passiert einfach. Man kann sich nicht entscheiden, in welcher Ära der Geschichte man leben will. Und in diesem Moment steht alles auf der Kippe. Es geht auch. Ihr habt es gesagt, ihr wart einer von denen, die es gesagt haben. Und alles, was ihr macht, die Veränderungen, die ihr in den nächsten Monaten und Jahren bringt, die werden die Leben von Menschen, die ihr nie kennenlernen werdet, affektieren. Aber unsere Leben werden sehr gut aufgezeichnet. Und an diesem Punkt, an dem wir uns befinden in der Geschichte, wir befinden uns an einer Konferenz, in der wir immer noch Menschen darauf hinweisen müssen, dass sie bitte baden und essen sollen. Und es ist Zeit für uns, auf den nächsten Level zu kommen. Also wir werden wohl Fragen über die Mikrofone. Okay, also vom Internet. Ja. Viele der Zitate, die wir benutzt haben, sind in diesen Büchern hier enthalten, nicht alle, aber die meisten. Und zusammen machen sie ein recht interessantes Folgecurriculum. Okay, es wird auf Fragen gewartet. Guten Abend, danke für die Präsentation. Nach der Drucktechnik sahen wir die Emanzipation des Menschen, Menschenrechte, das Ende der Sklaverei. Glaubt ihr, dass etwas Ähnliches passieren könnte, einen neuen Menschen, einen verbesserten Menschen, vielleicht auch eine Emanzipation, Ende der digitalen Sklaverei, neue Menschenrechte? Also interessanterweise haben wir gesehen, dass haben wir Sklaverei als eine implizierte Bedingung gesehen und sehr viele Menschen lebten in sklavenartigen Zuständen. Sie können vielleicht nicht verkauft werden, aber es ist interessant zu sehen, wie diese Institution der Sklaverei sich verändert hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Denn diese Art von verändertem Menschen, denn wir sind irgendwie alle Cyborgs zu diesem Zeitpunkt auf einem Cyborg-Planet. Denn wenn ihr hier den Planeten anseht, dann ist das kein normaler Planet, sondern ein Cyborg-Planet. Und ich glaube, die Aufgabe unserer Generation und vor allem der nächsten Generation ist es, die derzeitige Form der Sklaverei abzuschaffen, ohne eine noch subtilere Form der Sklaverei zu erzeugen, wie es beim letzten Mal geschehen ist. Und diese Veränderung, diese Verbesserung werden geschehen und daran kann man nichts ändern. Und durch die aufkommenden Strukturen kann man die Welt auf jeden Fall zu einem besseren Platz machen. Aber sie können eben auch zu einem Hort der Gewalt werden und die Welt grau machen und jeden, der noch ein wenig anders ist, sofort eliminieren. Und ich glaube, unser Netzwerk wäre fähig dazu, aber ich will nicht, dass das geschieht. Wenn ihr steht, dann bitte entweder Fragen stellen oder hinsetzen oder gehen, nicht die Gänge blockieren. Die nächste Frage bitte. Nicht so sehr eine Frage, eher ein Kommentar. Ich würde euch gerne ermutigen, außer diesen Büchern dort zu lesen. Wir müssen mehr lernen und uns erinnern an unsere Geschichte, auch unsere aktuellste Geschichte. Es verstört mich, dass es Bücher gibt über kryptografische Algorithmen, über
über frühe Tage des Hackens, aber ich rede mit Leuten, die jünger sind als ich selbst und Leute in ihren Teens oder Zwanzigern. Und die Leute, die ich spreche, haben einen erstaunlichen Lücken von Bewusstsein für die ersten Kryptokriege. Niemand, den ich kenne, der deutlich jünger ist als ich, kennt über den Clipper-Chip oder wie wir oder wie wir Krypto geöffnet haben und die Kombination oder Erforschung von Mustern, also die andere freie Software, die Periode 1988 bis 1992 als kollektives Geschichte scheint leer zu sein. Das verstört mich. Okay, jeder im Raum, der irgendeine Art von Informatikabschluss hat, hebt mal bitte die Hand. Und jetzt die Hand bitte oben lassen. Und jeder, der Claude Shannon gelesen hat, in der Schule oder auf der Uni, bitte die Hand runter. Okay. Es gibt also Leute, die Computer Science studiert haben, aber einen der fundamentalsten Denker dieser Richtung nie gelesen haben. Und das zielt auf diesen Punkt ab. Eine der großartigsten Dinge, die man machen kann, ist es, mit älteren Leuten zu reden. Ja. So, du redetest über den Staat. Der Staat selbst ist nur eine Art von Technik, um die Gesellschaft oder die Menschheit am Laufen zu halten. Ich habe euren Talk richtig sehr genossen. Ich habe gedacht über die Möglichkeit, dass irgendeine Art neue Technik, die wir erfinden, bauen, dass die vielleicht sogar die Staatsstrukturen ablösen kann. Etwas noch gründlichere Veränderungen, wie die Menschen auf globalem Level interagieren. Also, obwohl wir könnten und vielleicht den Staat ersetzen könnten, ich mag Wege. Und oft läuft es darauf hinaus, gerade in der Geek-Community, dass man Technologien baut, die zum größten Teil funktionieren. Aber das reicht nicht aus für zum Beispiel Wasserwege, für Dinge, die uns am Leben erhalten. Und ich denke, es ist nicht unvernünftig, damit anzufangen, einen Staat zu ersetzen. Aber wir müssen es richtig, richtig machen. Denn sonst, wenn wir das falsch machen, dann könnte es wirklich scheiße enden. Ja, ich fand einfach, dass dieser Talk ein bisschen zu sehr auf den Staat fokussierte, wobei der Staat nur eine Art von Technologie ist. Der Staat ist die Technologie, die die Menschen für den größten Teil der Geschichte am Leben erhalten hat. Deswegen ist es es wohl wert, Zeit in den Staat zu investieren. Danke. Danke für einen brillanten Talk. Grundsätzlich für mich ist es einfach, es fokussiert auf einen Punkt: Seid vorbereitet, seid nicht vorhersagbar. Fragen sind kurze Sätze mit einem Fragezeichen. Könntet ihr bitte ein bisschen ruhiger werden? Die Leute, die den Stream anschauen, beschweren sich über die Klangqualität wegen der Bewegung. Also entweder bitte hinsetzen, ruhig sein oder einfach gehen. Eine weitere Frage. Ja, eigentlich, ich habe eigentlich Angst, ich habe sehr viel Angst, denn ich fühle mich so, als ob wir auf einer sehr dünnen Linie wandeln. Jede Aktion, die wir ausführen, könnte einfach die Balance kippen lassen, und zwar in die Richtung, die wir wollen oder die wir nicht wollen. Und selbst wenn ich zurückschaue in die Geschichte, es war noch nie so wie jetzt. Wenn ich versuche, etwas zu kreieren, dann könnte ich vielleicht aufwachen in einer dystopischen Filmszene aufwachen, die ich alles, was ich erzeugt habe, könnte das, was ich liebe, zerstören. Wie kann ich also nicht Angst haben? Ich glaube, so war es schon immer. Aber du wirst tot sein, bevor es passiert. Ich möchte noch ganz schnell über Fritz Haber erzählen. Habe.
Er hat sein Leben hingegeben, um viele schreckliche chemische Waffen zu entwickeln. Und auf dem Weg dahin entwickelte er Stickstoffdünger. Stickstoffdünger. Stickstoff? Dünger. Stickstoffdünger. Und zu einem gewissen Grad müssen wir die Furcht einfach loslassen, weil wir nicht kontrollieren können, wie sich die Technologien auswirken werden. Wir können nur hoffen, dass es zum großartigsten Guten für die menschlichen Leben kommen wird, so wie eben bei einem Mensch, der Chemiewaffen entwickelt hat. Niemand ist der Fahrer in diesem verrückten Zug. Ja, wir dürfen nicht verrückt werden.